Guten Morgen zusammen. Hallo, Bob. Hallo, Sophie. Und wer ist das? Er heißt Rex. Und er ist mein Hund. Hallo, Rex. Entschuldige, Sophie. Ich muss mal nach meiner Katze sehen. Keine Angst, Kuschel. Ist nur eine Untersuchung. Oh, Bob und Kuschel. Setz dich. Ich bin gleich bei euch. Dein neuer Hund, Tina? Du meinst Oscar? Nein, er ist zur Beobachtung hier. Braver Hund. Ja, was bist du? Ein braver Hund. Oh, entschuldigt mich einen Moment. Guten Morgen. Hallo, ist dort die Tierarztpraxis? Ja, ganz recht. Hier voll ein Pfötchen. Ich kann sie später zwischenschieben. Ihr Fell müsste oh, Entschuldigung, hier ist sehr viel Lärm. Könnten Sie etwas lauter sprechen? Guter Hund, sitz. Hey, Platz! Rex! Oh. Ja. Huch. Gute Güte. Ist alles in Ordnung, Sophie? Ja, alles gut, danke. Wie ist das passiert? Ich vermute mal, dass der gute Oscar gern Katzen jagt. Hier, Herr Oscar. Braver Hund. Sitz. 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 Oh. Huch. Bob, was soll ich nur machen? Die Bürgermeisterin war eben am Telefon. Sie bringt ihre Katze her und ich soll sie hübsch machen für ein Foto. Was ist, wenn Oscar nun die Bürgermeisterkatze jagt? Vielleicht brauchst du hier einen zweiten Bereich, um Katzen und Hunde zu trennen. Dann hast du keine Probleme mehr. Und könntest du das heute noch für mich bauen, Bob? Oh, das wäre großartig. Danke, danke, vielen Dank. Klar, gut, dann bauen wir das heute. Ganz ruhig, ruhig. Bist du ein braver Hund? Oscar beruhigt sich schon wieder. Hier rein. Die Frau Bürgermeisterin und ihre Katze kommen heute Abend. Dann müssen wir bis heute Abend fertig sein. Da bleibt uns aber nicht viel Zeit. Oh, seid ihr so nett und achtet auf Oscar? Er kann nicht mit zu den Hausbesuchen. Ich habe nämlich einige Katzenpatienten heute. Also gut, Team. Wir teilen den Empfang der Tierarztpraxis in zwei Räume. Ein Warteraum ist nur für Katzen. Und der andere Raum ist für Hunde. Das ist ganz einfach. Also packen wir es an. Oh, Moment mal. Die Säge hier ist ganz schön laut. Nicht, dass Kuschel und Oscar davon Angst bekommen. Ich kümmere mich um Kuschel und Oscar. Ich kann nämlich super gut mit Tieren umgehen. Leo, Sie dürfen sich aber nicht zu nahe kommen. Die beiden mögen sich gar nicht. Au, ja, na klar, das weiß ich doch. Ich nehme immer nur ein. Und wir können schon mal alle Arbeiten erledigen, die den Tieren keine Angst machen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagen ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlagen ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagen ein. Bob, darf ich schon den neuen Weg ausbaggern? Warte noch. Leo muss Oscar erst in Sicherheit bringen, bevor wir mit den lauten Arbeiten beginnen. Leo sollte sich ein bisschen beeilen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich frag mich, wo er steckt. Hierher, Kuschel. Kuschel. Ja, komm zu mir. Ach, bitte. Bob will mit der Arbeit anfangen. Komm schon, Leo, du schaffst das. Erwischt.
Jetzt muss ich nach Oskar sehen. Nein, nicht Kuschel! Oh, pass auf! Au, 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 au. Hört mal, passt gut auf, dass ihr die neuen Wände nicht anfasst. Die Farbe ist noch feucht. Bob, sollte die neue Tür nicht schon längst eingebaut sein? Ich warte noch, bis Leo Oskar abholt. Kein Problem, das kann ich doch machen. Sobald ich zurück bin, helfe ich, die Wand auszuschneiden und den Weg anzulegen. Kann ich jetzt endlich den Weg ausbaggern? Noch nicht, Buddel. Wir müssen erst mal abwarten, bis Wendy zurückkommt. Ja, ja, ich weiß schon, Heppo. Wir haben nicht so viel Zeit. Ganz ruhig, Kuschel. Jetzt aber schnell. Ich muss mich beeilen, weil... Oskar! Oh! Kuschel! Vorsicht, Leo! Das war Tiershampoo. Jetzt ist der Boden bestimmt glitschig. Ach, so schlimm wird das schon nie. So war das alles nicht geplant. Wir können nicht mehr länger warten. Buddel, Heppo, es hilft nichts. Ihr müsst mit dem Weg allein anfangen. Ja, ein Glück endlich. Ich gehe los und suche die anderen. Oskar, hier geblieben. Oskar, nein. Buddel. Kuschel. Vorsicht. Ach, Bob, ich glaube, ich kann doch nicht so gut mit Tieren umgehen. Ach, weißt du, Übung macht den Meister. Könnte jetzt jemand diese Katze und diesen Hund trennen? Ich muss heute noch einen Weg anlegen. Hey, spielen Hunde nicht gern mit einem Ball? Siehst du? Und schon klappt es auch mit Oskar. Ha, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay, es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Bürgermeisterin mit ihrer Katze eintrifft. Also, Freunde, packen wir es an. Ja, Bob! Der neue Eingangsbereich ist perfekt. Hallöchen, ich komme wegen des Tierarzttermins für Fräulein Pfötchen. Ihr Fell soll wieder wuschig und fluschig aussehen. Natürlich. Durch den Katzeneingang bitte, Bürgermeisterin Baugroß. Na komm, mein süßer kleiner Liebling. Ich danke euch so sehr. Entschuldige, Bob, würdest du uns fotografieren? Das Foto soll in der Rathauszeitung erscheinen, weißt du? Natürlich. Kein Problem. Bitte lächeln. Oskar! Nein! Nicht Fräulein Pfötchen! Nein!
Monster. Gib mir. Bob, tu doch was. Die Pinguine werden sich riesig auf ihr neues Zuhause freuen. Was für Pinguine? Ich habe noch keine Pinguine gesehen. Immer mit der Ruhe, Heppo. Sie sind unterwegs. Die sind schneller hier, als du denkst. Schleppo ist schon losgefahren, um sie zu holen. Hoffentlich ist alles fertig, bis sie hier sind. Klar wird alles fertig sein. Wir sind fast soweit. Und was ist mit Buggy und Leo? Die wollen auch dabei sein, wenn die Pinguine kommen. Sie kommen schon rechtzeitig, Buddel. Sobald sie mit dem neuen Brunnen und dem Teich für das Rathaus fertig sind, fahren sie los. Also kommt schon, Team. Sehen wir zu, dass wir hier auch fertig werden. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schiefgehen. Da wird nichts schiefgehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt hier. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Ich denke darüber, Heppo. Ich kann's kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je, die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow, was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wär's mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Also dann, Wendy, Heppo, packen wir's an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Gibt es in Raventhal auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja, natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr? Und genau diese wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Viel Spaß, ihr Pinguine! Was für putzige Tiere.
Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügelbuggy, das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt's hier, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganzer Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer im Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe. Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie, das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja, diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Husch, schnell zurück. Sei ein lieber Pinguin. Du hast einen übersehen, Buggy. Guck mal. Oh nein, doch nicht da lang. Nein, hey, bleib von der Straße weg. Vorsicht. Ein Glück, dass Bürgermeisterin Baugroß das nicht mitkriegt. Buggy, bleib ganz ruhig. Sie kommt nicht so schnell zurück. Sobald wir die Scheibe eingebaut haben, bringen wir die Pinguine zurück in den Zoo. Du, nicht da lang. Hey, geh wieder in den Brunnen. Hey, du. Huhu. Willkommen im fliegenden Kochtopf. Zum leckersten Essen mit dem tollsten Ausblick über Hochhausen. Möchten Sie einen kleinen Happen essen? Dieses Gebäude hier, das scheint sich etwas zu bewegen. Sehr richtig. Dies ist ein Restaurant, das sich langsam dreht. Es ist ein technisches Wunder dank modernster Ingenieurskunst. Wie wäre es mit Leberwurst und Sauerkraut? Oh, mir wird irgendwie übel. Gute Güte. Bürgermeister Schmoll, sollen wir lieber gehen und zum Rathaus zurückkehren? Der Besuch von Herrn Schmoll ist ein einziger Reinfall und Sie haben mir versprochen, dass nichts schief geht. Vielleicht hat er ja Lust auf Eis. Oh, wenn doch nur das Pinguinbecken endlich fertig wäre. Das erinnert mich an meine Zeit in Südamerika. Wo ist Bob? Was soll ich nur tun? Was ist denn hier los? Wer ist verantwortlich für dieses Gießen? Dieses furchtbare, entsetzliche Chaos. Zirkus! Es tut mir so leid, Herr Schmoll, dass hier alles drunter und drüber geht. Felsenpinguine? Entschuldigen Sie bitte? Das sind Felsenpinguine. Sind die nicht ganz außergewöhnlich, so lebhaft und so spaßig? Wie? Ja, wirklich reizend. Woher wussten Sie, dass ich Pinguine liebe? Und Sie haben dieses wunderbare Vergnügen nur für mich organisiert. Danke vielmals. Wir freuen uns, wenn sich unsere Besucher hier wohlfühlen. Oh, oh. Hallo, Bob. Der Gast von Bürgermeisterin Baugroß ist ein Fan von Pinguinen. Oh, wie schön. Und deshalb wollte Bürgermeisterin Baugroß wohl, dass Sie mit zum Zoo kommen, um das neue Pinguinbecken einzuweihen. Habe ich da recht? Ganz genau. Ich hatte geplant, dass dies der Höhepunkt Ihres Besuchs wird. Oh, das mache ich gerne. Vielen Dank. Großartig. Dann kommt mal alle mit. Worauf warten wir noch? Hiermit erkläre ich Hochhausens neue Eislandschaft für Pinguine offiziell für eröffnet. Das war der beste Besuch seit langer Zeit. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Bürgermeisterin Baugroß. Und Ihnen danke ich auch, Herr Brauer. Oh ja, das ist, Und ich danke dir, Bob. Du hast wieder einmal meinen Tag gerettet.
Bürgermeister Städtlich kommt nächste Woche zu Besuch. Ach ja? Ich hab gehört, er mag Elefanten. Was? Jiha! Schneller, Heppo! Galopp, galopp! Leo, ich bin ein Kran, kein Rennpferd. Dann galoppier mal in den höchsten Gang. Hallo, Henry, da sind wir. Hallihallo, ihr Pferde. Jockeys, bitte absteigen. Das heißt, spring runter, Leo. Ich bin kein Jockey. Ich bin ein Cowboy. Wuhu! Naja, wir sind doch nicht hier, um Cowboy zu spielen. Leo, du hast wohl vergessen, dass wir hier sind, um zusätzliche Ställe für die Pferde zu bauen. Das sind nicht irgendwelche Pferde, Bob. Das sind Vollblut-Rennpferde. Sie sind besonders schnell und auch besonders nervös. Es ist sehr schwierig, sie jeden Morgen einzufangen. Also bitte verschreckt sie nicht wieder, ja? Kann man diesen Krach bitte abstellen? Nun, das geht leider nicht. Aber ich will auf meinem Gelände kein Beep-Beep hören. Nur Klipp-Klapp. So, jetzt sind die Bretter hier und wir können anfangen. Keine Sorge, der Stall wird in 0, nichts fertig sein. Gut, das Hochhausenrennen ist bereits morgen. Und es ist absolut wichtig, dass die Pferde gut schlafen vor dem großen Rennen. Auf geht's, Team. Dann lasst uns anfangen. Leo, du lädst von Schleppo die Bretter für den Stall ab. Schon dabei! Buggy und Heppo, ihr beide haltet die Bretter in Position, während Wendy und ich sie zusammenbauen. Buddel, du verteilst die Strohballen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Juhu! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Du kannst fahren, Schleppo. Dieses Gelände ist nicht groß genug für uns beide. Alles klar, Leo. Dann verdrücke ich mich mal und roll die Straße runter. Und los. Danke, Schleppo. Ist mir eine Freude. Und vergiss nicht, fahr vorwärts. Und erschrick nicht die Pferde mit deinem Piep-Piep. Leise, ganz leise. So, der erste Dachabschnitt kommt nach links. Das hält das ganze Dach nachher stabil zusammen. Und ich mache inzwischen für die Pferdchen ein gemütliches Bett. Wenn ich es jemals schaffe, sie einzufangen und reinzubringen. Wenn ich nur wüsste, wo Leo steckt. Wenn er nicht kommt, müssen wir das Dach ohne ihn anbringen. Jeeha! Aufs Pferd, Cowboy! Bist du bereit, Wendy? Heppo, bitte vorsichtig runterlassen. Okay. Und absenken. Nein, 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 nein! Ich hab doch gesagt, ihr sollt die Pferde nicht erschrecken. Oh, tut mir leid, hab ich vergessen. Das ist eine Rennstrecke, kein Rodeo. Der letzte Stapel Strohballen und schon sind wir fertig. Was ist das denn? Boah, Wendy, passt auf! Das war wohl nicht so gedacht, nehme ich mal an. Wo sind meine Rennpferde? Die sind da lang galoppiert. Oh nein, sie laufen auf die Rennstrecke zu. Die fange ich doch nie wieder ein. Ich weiß, wie wir sie einfangen können. Wendy, Leo, ihr schließt die Koppeltore. Buggy, du kommst mit mir. Auf geht's, Kumpel. Denen schneiden wir den Weg ab. Hä? Weißt du was, Bob? Jetzt fängst du auch schon an, so'n Quatsch zu reden wie Leo. Entschuldige. Wir treiben sie nur in die Lücke vor den Zaun dort.
Aber Bob, wie soll ich denn bloß die Rennpferde einholen? Die sind doch ganz besonders schnell und darum auch besonders schwer einzufangen. Wir werden nicht so schnell sein wie Sie. Wir machen es auf unsere Weise. Erinnerst du dich? Sie sind sehr schreckhaft und haben große Angst vor Maschinengeräuschen. Oh ja. Halt an, Buggy, und warte auf mein Signal. Jetzt! Los geht's! Gute Arbeit, Kumpel. Das war super laut und super großartig. Weißt du was, Bob? Ich glaube, das könnte ich noch viel öfter machen. Da kommen sie. Bereit, Leo? Das ist deine Chance, ein richtiger Cowboy zu werden, einer, der Pferde einfängt. Die rasen im schnellsten Gang. Keine Sorge, ich bin mit Pferden groß geworden. Ich sag euch, was zu tun ist. Heppo, fahr deinen Kranarm aus, so weit du kannst. Und auch so schnell du kannst. Wir errichten jetzt ein Hindernis und leiten sie um auf ihre Koppel. Oh Mann. Das geht einfach nicht schnell genug. Das klappt nicht, wir haben nicht genug Zeit. Oh! Wow! Puh. Wow! Ich wusste gar nicht, dass du mit Pferden aufgewachsen bist, Wendy. Oh ja, ich bin immer auf Pferden geritten. Aus Holz, auf dem Kirmeskarussell. Hä? Großartig, Bob. Das war toll, wie ihr meine Pferde zurückgebracht habt. Hoffentlich hast du auch noch eine gute Idee, wie man sie in den Stall bekommt, bevor es dunkel wird. Tja, da kann man nichts anderes machen, als nochmal neu anzufangen. Wir müssen alles wieder aufbauen, auch wenn es die ganze Nacht dauert. Ach, Buddel. Ich hab da alle mit reingerissen. Die Ställe wären längst fertig, wenn ich die Pferde nicht erschreckt hätte. Einem echten Cowboy wäre das nie passiert. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich das wieder gut machen kann. Also, ich hab ne Idee. Wendy und Heppo bleiben hier bei mir, um den Stall wieder aufzubauen. Leo, du bringst Buggy und Buddel zurück in ihre Garagen, damit wenigstens einige von uns genug Schlaf bekommen. Nur die Pferde leider nicht. Nach der ganzen Galoppiererei haben sie noch keinen Platz zum Schlafen. Die werden morgen nicht mal antraben können, weil sie so müde sind. Es gibt für sie keinen Platz zum Schlafen? Hör mal, Bob! Ja? Nein, Kuschel, das ist nicht für dich. Gute Nacht, Buddel. Gute Nacht, Buggy. Gib auf dich Acht. Pass auf, dass deine Bremse nicht kracht. Danke, dass wir eure Garagen haben dürfen. Du hattest recht, Leo. Unsere Garagen sehen fast wie Pferdeställe aus, nur viel größer. Ja, drei Garagen für drei müde Pferde. Drei Eimer Hafer und drei Eimer Wasser. Ist das schön. Jetzt komme ich mir wie ein echter Cowboy vor. Ja, das ist so toll, unter Sternen zu schlafen. Wie echte Cowboys im Wilden Westen. Gut gemacht, Cowboy Leo. Jetzt fühlen wir uns wie in einem richtigen Cowboy-Film. Gute Arbeit, Team. Die ganze Nacht durchgearbeitet, aber wir haben es geschafft. Die Rennpferde schlafen heute Nacht bestimmt gut in ihren neuen Ställen. Die Reiter haben eine lange Strecke vor sich. Da sind sie nicht die Einzigen. Sie haben laut der Startordnung ihre Positionen eingenommen. Oh, nicht schlafen. Ich glaube, das Rennen fängt gleich an. Und sie sind draußen. Dies wird ein sehr spannendes Rennen, denn wir haben die besten Rennpferde auf der Bahn. Und
Unsere Reiter müssen sich mächtig ins Zeug legen. Nummer 3, holt auf.